Das Gute an solchen Spiegelreflexkameras der neuen Bauart ist, dass man mit ihnen Videos drehen kann. Leider hatte ich beim Karibikurlaub noch meine alte 400D dabei, sodass es zwar gute Bilder gibt, aber keine besonders hochauflösenden Videos. Aber was soll's, ich will es euch trotzdem nicht vorenthalten. Viel Spaß jetzt mit dem KW-Trip über die Karibik. Türkisblaues Meer, herrliche Sonne, schöner Strand und so ein hässlicher Name. Domrep. Wir sind heute in der Dominikanischen Republik und zwar genauer gesagt in Juan Dolio. Das ist ungefähr 30 Kilometer östlich der Hauptstadt Santo Domingo und weit, weit, weit weg von den Touristenmetropolen Punta Cana oder Puerto Plata. Als allererstes schauen wir uns den schönen Strand an, bevor es dann in die Hauptstadt Santo Domingo gehen wird. Bevor der Traumurlaub beginnen kann, braucht man ein wenig Geduld, denn von Deutschland ist man mindestens 9 Stunden mit dem Flugzeug unterwegs. Direktflüge ab München gibt es zum Beispiel mit der Condor, aber auch von vielen anderen deutschen Flughäfen sind Verbindungen verfügbar, die teilweise ein einmaliges Umsteigen erforderlich machen. Doch die Reise zur Dominikanischen Republik, die sich übrigens mit Haiti die Insel Hispaniola teilt, lohnt sich. Hauptstadt ist Santo Domingo, in der auch knapp 3 der 10 Millionen Einwohner des Inselstaates leben. Aquí queda un pueblito en medio de la ciudad. Aquí queda un pueblito en medio de la ciudad. Bei aller Vorfreude auf die Karibik sollte man auf keinen Fall vergessen, dass es 3 Flughäfen auf der Insel gibt. Puerto Plata im Norden, Punta Cana im Osten und der Flughafen der Hauptstadt Santo Domingo im Süden. Wer bei der Buchung nicht auf die Entfernung zwischen Hotel und Flughafen achtet, riskiert einen langen Bustransfer. Yo tengo mis esquinitas donde me gusta estar. Yo tengo mis esquinitas donde voy a disfrutar, pero la esquinita chula es donde yo te voy a trobar. Voy de la Latina al Lavapiés, que voy de la Latina al Lavapiés. Voy de la Latina al Lavapiés, que voy de la Latina al Lavapiés. Voy de la Latina al Lavapiés, que voy de la Latina al Lavapiés. Voy de la Latina al Lavapiés, que voy de la Latina al Lavapiés. Man könnte es als den größten Navigationsfehler der Welt bezeichnen, denn 1492 kam Christopher Columbus hier in der Karibik an, obwohl er eigentlich nach Indien wollte. Sein erster Versuch der Gründung einer Siedlung funktionierte nicht ganz, denn seine Kolonie La Navidad, die er an Weihnachten 1492 gründete, wurde innerhalb von wenigen Sekunden ausgelöscht. Auch sein zweiter Versuch, La Isabella, schlug fehl und somit stehen wir hier heute im dritten Versuch, der dann doch funktioniert hat, in Santo Domingo. Yo sé que es injusto esto que
Trip auf die Insel Saona ist eine hervorragende Ergänzung zum Urlaub in der Dominikanischen Republik. Der Preis für einen solchen Ausflug ist stark abhängig von Lage und Entfernung eures Hotels. Mehr als 50 Euro sollten aber nicht bezahlt werden. Kräftig quersubventioniert wird der Ausflug von der Kaffeefahrtmafia, denn rein zufällig hält der Bus immer beim befreundeten Souvenirhändler an. Hat man dieses durchschaubare Spiel auf der Hinreise überstanden, geht's mit dem Katamaran oder einem Speedboot etwa eine Dreiviertelstunde lang entlang der Küste zur Insel, auf der man zu Recht ein Stück vom Paradies erwarten darf. Die Insel selber liegt am südöstlichen Rand der Dominikanischen Republik und ist mit ihren 110 Quadratkilometern ein riesiger Nationalpark, der nur spärlich von Einheimischen besiedelt wird. Die Strände sind jedoch in fester Hand der Touristen. Und das war's auch schon für dieses Mal. Ich hoffe, es waren ein paar schöne Bilder für euch dabei und ihr habt die Aufnahmen genauso genossen wie mir. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr euch auch gerne noch meine anderen Videos anschauen. Wie zum Beispiel unser KW-Trip über Mallorca, das wir erst vor rund 3 Wochen gedreht haben. Auch würde ich mich besonders darüber freuen, wenn ihr auf meiner Homepage, meiner Facebook-Gruppe beitreten würdet. Viel Spaß, tschüss und bis zum nächsten Mal. In Roma war